nein! Shit, da wollte ich einmal noch ausweichen, aber das hat nicht mehr geklappt. Shalom an alle, hier ist wieder Raptor HD. Ich begrüße euch und alle Livestream-Zuschauer für den Moment. Ich habe jetzt mal versucht, das irgendwie hinzubekommen, dass der Livestream überhaupt funktioniert. Ich sehe gerade auf der linken Bildschirmhälfte mein Profil inklusive Twitch und wie mein Internet versagt. Auf der rechten Seite sehe ich genau das, was ihr auch gerade seht, wie ich versuche auf der Map Java Refugium, die ich nicht kenne, Jägerstaffel zu spielen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das hier funktioniert. Ich glaube, durch den Livestream ist meine Qualität etwas beeinflusst. Glaube ich zumindest. Jetzt vibriert auch noch mein Handy. Kann nur besser werden. So, okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Und ich bin Imperialer. Als TIA-Fighter sollte ich da... Hinterhalt! Rebellenjäger im Anflug! Schießt sie alle ab! Die imperialen Fähren müssen den Planeten unversehrt verlassen! So, mal sehen, was ich heute reizen kann. Ja, gestern Abend habe ich noch, kann Mary HD bestätigen, so scheiße gespielt, dass ich ausgerastet bin. Oder die anderen so gut. Ah, nee, der war schon vor mir weg. Hoppala, Augenblick, ich muss mich erstmal wieder in dieses Spiel reinfinden. Ja, fast richtig. Okay. Ich glaube, da oben, da ist noch einer. Oh, shit. Das schaffe ich mit der Rakete nicht. Oh, fuck. Ich habe nur noch zwei. Ah ja, okay, das war's. Okay, es fängt schon wieder gut an. Versuchen wir mal den Abfang. Jeder. Ich hab das Gefühl, mit dem Rebellenflugzeugen geht das alles ein bisschen einfacher. So. Gut, die Rebellen haben auch Schilde irgendwie. Transportschiff der Rebellen entkommt. Wo denn? Ihr Transportschiff darf nicht durchbrechen. So, jetzt muss ich das erstmal recht. Da ist ein Illuminum-Falcon. Juhu. Nein, ich habe jetzt keine Lust, dass der mich erfasst. Du dummer Bauer, ne? Sie sind uns Ich werde noch besser. Spätestens bei der 200. Folge. Ohne Witz. Wow, der fliegt von meiner Nase weg. Da ist der Angriff. Ah, oh Mann, Alter. Diese Dinger sind weder schnell noch sonst irgendwas. Ich gebe mir mal einen kleinen Boost. Du. Ja, da guckst du, hä? Als ob ich den nicht mehr kriege. Feindlicher Transporter entkommen. Nein! Das gibt's nicht. Verflucht. Ein feindlicher Jäger. Ach, wo ist der denn, bitteschön? Jetzt muss ich erstmal wieder hart drehen. Ah, Mann, diese Scheißraketen fucken einen ab. Das ist echt blöd. Also, dass man gegen diese Raketen... Ich weiß nicht, wie man... in jedem anderen Flugzeugspiel kein Problem, Raketen auszuweichen. Hier... Arschfick. Das nächste Mal gebe ich mir einen Tempo-Boost. Oh, Witz, ich hoffe, es passt. Ne, der Illuminum, der ist eine Nummer zu groß für mich, leider. Ich gebe mir mal den da von hinten. Als ob der schon wieder eine Rakete... jetzt gebe ich mir einen fucking Tempo-Boost. Ach so, so geht das also. Mit Tempo-Boost kann ich mir so eine Rakete ausweichen. Nein, du erfasst mich jetzt nicht. Der Typ da mit seinem Schild. Oh, fickt euch. Scheiße. Nächster Versuch. Wow, bin ich gut. Platz 8, wunderbar, so wie gestern. Das fängt genauso an wie gestern Nacht. Das ist zum... Ah, der hat ein Schild. Egal, den habe ich getroffen. Komm schon. Wow. So, tot Nummer 1. Okay, jetzt geht's ein bisschen besser. Der da hat ein Schutzschild an. Ich sehe ihn noch.
Jetzt muss ich kurz meine Gun abkühlen lassen. Da unten. Bam! Jetzt habe ich den einmal. Ach Mist, jetzt hat er sein dummes Kampfschild rausgeballert. Ah, ja okay, jetzt habe ich auf die Tastatur... Das ist das Problem. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Tastaturbelegung ist. Und jetzt muss ich gerade die drei ansehen, mir, damit ich zielen konnte und habe die Rakete nicht gesehen. Ja okay, immerhin konnte ich einen Platz gut machen noch mit einem Kill. Das ist so traurig. Das ist richtig traurig. Egal, passt schon. Ich bin ja noch am Anfang praktisch mit allem, was ich tue und mache. Ich war so hart am Anfang. Und jetzt leckt das wieder so hässlich. Junge, Junge, Junge. So, Auszeichnung 0. Spielbonus 500, da es keinen Sieg gab. Schwache Ausbeute hier. 121 Credits. Miese Zeiten. Oh. Das leckt ein bisschen hier. Ist gerade. Ich wette, das ist locker vom Livestream. Wenigstens bin ich jetzt Rebellentruppe. Da habe ich. Da sehe ich mich schon mit besseren Chancen teilweise. Obwohl. Ja, ich höre schon wieder an meiner Grafik. Ich höre schon wieder an meiner Soundqualität. So, ich überlasse euch mal ein bisschen den Vortritt hier, Jungs. Holy shit. So, Treffer 1. Ich habe 4 Leben. Aber ich habe einen gekillt schon. Schon ist gut. Währenddessen hat der andere schon 3 Dutzend getötet. Und Abschuss Nummer 2. Au! Da hat gerade eins meiner Systeme versagt. Au, das war's. Okay, gut. Mr. Xavier 777 hat mich außer Gefecht gesetzt. Aber ihr seht, es läuft schon deutlich besser. So ein bisschen. Ich übertreibe wahrscheinlich schon wieder. Da. Ach Mann, diese dummen Raketen. Ich wollte gerade mein Schild hochfahren, aber hat nicht mehr gereicht, leider. Ja, jetzt bin ich schon wieder auf Platz 4. Hä, Moment mal, den einen habe ich doch abgeschossen. Was soll denn das? Ich hab... Hä? Ich könnte schwören, ich hätte den einen Player abgeschossen. Find ich echt, Alter. So, den habe ich jetzt aber auf jeden Fall. Das war jetzt auf jeden Fall meiner. Da ist ein TIA. Ah, der macht seine harten Flipflops. Oh, wie ich einfach mal nichts sage. Komm, einen Treffer noch. Ah, den hab ich. Das war die Revanche für gerade eben. Die Rache, Alter. So, nächster erledigt. Ja, gut. Habe ich einen Rückspiegel, dann kann ich auch nicht nach hinten sehen. Da läuft doch bei mir. Ohne Witz, was ist denn hier los? Ich mach KI platt wie sonst was und auch Player. Mal kurz den da hole ich mir. Ach Mist, den hat sich der andere schon gekrallt. Wo ist er? Oh shit! Der ist gerade ein bisschen knapp an mir. Ah, scheiße! Das hat er gut gemacht, der Junge. Okay, der hat mich ordentlich... Ja, durch die Zielerfassung ist mein Flugzeug einfach gegen den Boden geknallt, weil der in den Canyon rein ist. Das hat er, da muss ich aber auch ehrlich fair sein, das hat er gut gemacht, der Junge. Egal, den nächsten kaufe ich mir.
Bumm, nächster erledigt. So, TIA-Zerstörer. Das ist jetzt mein Status. Schilde. Oh mein Gott, war das knapp. In den Canyon rein. Ah, Mist, das hat nicht funktioniert. Okay, blöd. Nee. Weiter geht's. Nochmal X-Wing. Ich vergiss den A-Wing, ich schaff das schon so. Ich bin jetzt auf Platz 3. Aha! Platz 3, das ist schon besser als gestern Abend oder sonst irgendwann. 3 ist, glaube ich, die Rakete. 3 war die Rakete, aber... Transportschiff habe ich ein bisschen beschädigt, angekratzt. Dafür kriege ich ein paar Punkte. Ach nee, das sind die anderen, die den ankratzen. Naja, okay. Der da. Imperialer Transporter zerstört. Wir haben keine Chance gegen uns. Wir haben... Moment mal, haben wir gewonnen oder verloren? Bei mir stand jetzt ganz fett Niederlage. Aber ich gehöre doch... Moment. Bei mir stand Niederlage, obwohl ich zum... Okay, das ist ein bisschen gebuggt. Hat das, aber kein Thema. Oh, für den Kampf 2000 Punkte, Einsatzziele 100, Auszeichnung 100, Spielboni 500 und Siegbonus 250. So liebe ich das doch. Und 316 Credits. Es wird so langsam besser mit mir. Nur jetzt bin ich wieder Stormtrooper. Mit den dummen TIA-Fightern. Na, versuchen wir es. Ich gehe als Optimist da rein, als Optimist der letzten Runde. Betrete, um beizutreten. Verteidige die Truppentransporter um jeden Preis. Okay, dann komme ich wieder mit so einem Abfangjäger. So, ich habe das Gefühl, die imperialen Jäger, die bauen mehr auf Geschwindigkeit als auf Wendigkeit, was natürlich im Kampf ein ganz, ganz klarer Nachteil ist. Wie auch bei den deutschen Dingern. Das war ja genauso. Ach, der hat sein dummes Schild oben, Alter. Ah, fuck. Der No-Nob 63 wurde 1963 geboren. Vermute ich jetzt mal. Nee, den Boost kann ich jetzt nicht einsetzen. Verdammte Scheiße. Mann. Den Boost brauchen die selber. Mal kurz, wenn ich von oben herab kämpfe, wird es dann besser? Was für eine Logik vor allem. Was war das denn jetzt gerade? Ich glaube einfach, die sind gegen sich gecrashed. Oh nee! Geschwindigkeitsboost. Abhauen. Alter, ich kann nicht mehr. Von wo werde ich bitte schon erfasst? Von wo? Alter, da ist nee, der Typ mag mich auf keinen Fall. Komm schon. Nein, mit Joystick hätte ich spielen sollen. Wäre bestimmt erfolgreicher geworden. Komm, KI möchte ich reißen, ne? Hä? Oh! Ich dachte gerade, der wurde noch nicht besiegt und dann ist er einfach schon down. Ist das X-Wing Downey-Syndrom, Badunsch. Ach, hat er sein dummes Schild an? Ach Mann, jetzt hat der Typ hinter mir das gerissen. Verdammte Scheiße, aber auch so was Blödes, ey. Unsere Lambda-Fähre braucht uns Unterstützung. Da, guck dir an, wie wenig die Dinger sind. Guck dir das doch bitte an. Ja? Ah, mega verfehlt. Wohin vor allem? Jetzt hat er sein Schild. Jetzt hat er sein dummes Schild wieder an, der Typ. Meine Herrschaften. Fähre zerstört. Transportfähre zerstört. So, Waffe lädt nach. Wo bin ich? Vorletzter. Passt.
Oh nein! Shit, da wollte ich einmal noch ausweichen, aber das hat nicht mehr geklappt. Das hat nicht mehr geklappt. Da bin ich mit 180 gegen diesen Illuminum Falcon gerast. Schande über mich. Okay, weiter. So, der Kampf ist noch lange nicht verloren. Obwohl, ich mach mir. Ach, der hat sein dummes Schild wieder oben, der Typ. Kann dein Schild mal ausfallen? Danke. Nein, ich möchte den zuerst ficken. Hallo. Was für ein Arschloch, Alter. Der hat doch gerade gesehen, dass ich den auseinandergenommen habe. Warum nimmt er mich dann auseinander? Und vor allem, wie schafft er es, wenn ich den voll anvisiert habe und voll drauf gehalten habe ich? Das musste. Und der macht's einfach in 2 Sekunden fertig. Einfach so bam, bam, down. Was ist das denn für eine Logik wieder? Alter, darüber könnte ich mich aufregen. Stirb. So, der Illuminum Falcon hat seine Schilde oben. Wow, die Trümmerteile haben mich fast verfickt nochmal. Wo ist wer? Ist jemand im ganz fetten Ding? Einfach draufhalten, passt schon. Oder auch nicht. Tempo Boost. Ein bisschen ausweichen. So, jetzt komme ich. So, mein Treffer hat gesessen. Autsch! Alter, wie schnell das immer geht. Ich habe das Gefühl, wenn ich hinter einem hänge, dauert das immer 50 Jahre, bis ich da fertig bin, einen abzuballern. Und die schaffen das einfach in 2 Sekunden. Das ist entweder mieses Karma für Piloten von imperialen Schiffen, oder aber die haben die... Ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen, aber ich glaube, faire Chancen gibt es da nicht. Das ist meiner, lasst mich. Ich muss auch mal einen reizen, ja? Jungs, lasst ihr mich den bitte töten? Ja, den habe ich wenigstens jetzt noch gerissen. Wenigstens einen. Wo bin ich? Platz 8. Ja, shit. Ja, shit. Mit nur einem Kill. Miese Zeiten. Und Niederlage. Ja, gut. War halt Standard. So. Okay, ich würde sagen, weil es so lustig ist, mache ich jetzt noch einmal Standardgefecht. Und dann sind wir durch. 187 Credits. Ja, man verdient eh besser im Standardgefecht, habe ich das Gefühl. Verlassen? Jupp. Alter, hier, ich wünschte, ich könnte euch das zeigen, aber ich habe meine Facecam gerade aus. Ich habe hier meinen Raum hell erleuchtet mit Kerzenlicht und Vanilleduftkerzen. Das riecht einfach mittlerweile so gut hier. Ah, herrlich. Oder wir machen einmal... Nee, Helden vs. Schurken finde ich irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht warum, ich mag das nicht so. Ich bin dann immer Palpatine und weiß nicht, was ich zu tun habe oder was nicht. Oder Kampfläuferangriff. Mach mal Kampfläuferangriff. Das ist das Lustige, wenn man so seine AT-ATs verteidigen muss. Da sind auch mega viele Idioten drin. Aber passt. Ihr werdet dann gleich sehen, da ich nur seltenst Battlefront gespielt habe oder sonst irgendein Spiel, bin ich mega scheiße in Abschießen. Ich denke, das merkt man dann schon. Na, diese X-Wings zu fliegen, das ist ungefähr so wie ein War Thunder, von daher geht das. Aber das geht einfach gar nicht. Oh nein, die Map hasse ich ja. Man hat so keine Chance gegen die Viecher. Oh fuck. Merkt ihr was? Also es fängt schon wieder gut an. Ihr verdammten Dinger, ey. Ich hoffe, ich habe einen Ion. Ja, ich habe den Ion-Torpedo. Den kann ich allerdings nicht auf die Dinger abfeuern, fällt mir ein. Jetzt habe ich den Thermaldetektor ausgelöst. Alter, wie soll ich jetzt meinen Ion-Torpedo loswerden? Vor allem auf was? Hallo, kann ich bitte meine Waffe wieder haben? Kann ich bitte meine Waffe wieder haben? Dann nehme ich denn jetzt wieder meine Standardwaffe? Also, hey, Junge. Ich geb's dir. Okay. Ah.
Ah, nee, den konnte ich nicht mehr. Der kam da von der Seite und hat mich weggebusst. Egal, immerhin habe ich mir mehr als die Hälfte des Lebens abgezogen. Das passt schon. Okay, wo bin ich eigentlich? Kann ich von hier hinten noch irgendwas machen? Gibt's hier noch wo ich aufräumen kann? Verdammt, unsere AT-ATs sind, die AT-ATs sind immer noch auf dem Weg und sind immer noch scheiße stark. Ah, der ist schon down. Der ist schon down. Wo ist denn der? Commander Skywalker ist eingetroffen. Das ist aber schön für den Mr. Luke, dass der hier ist. Hier wimmelt es von Schurken. Was du nicht sagst. Alter, ach so, da waren die ganzen Leute. Huppala. Huppala. Da bin ich mega hart dran vorbeigelaufen. Gut so, Turm, weiterfeuern. Y-Wing meldet positive Zielerfassung. So, da hinten sind meine ganzen. Oh, das ist der AT-AT, der kommt aber gefährlich nah. Ich wette, der sieht mich gleich und killt mich. Nee, das ist der Typ da oben, der mich töten will. Alter, ich hab den getroffen, ne? Alter, mein Robin Hood-Schuss von hier. Aber getötet habe ich ihn immer noch nicht. Verdammt, der ist außer Reichweite. Der Typ ballert auf mich. Das finde ich gar nicht lustig. Das finde ich auch nicht nett. Der Typ ballert jetzt auf mich. Ach Mist, der ist jetzt schon down. Verdammt, ich versuche hier immer jemanden wegzusnipern mit meiner kleinen Pistole. Was natürlich nicht geht, weil die nicht so eine fette Reichweite hat. Wo ist denn der Typ? Unsere Bomber anvisiert. Granate! Fire in the hole! Ah, Kill Assist immerhin. Ja gut, aber von Kill Assist kann ich mir auch nichts kaufen. Hm, Merde. Okay, weiter geht's. Ich habe immer noch null gekillt. Wird Zeit, dass ich irgendwas, ja, mache. Ich habe noch kein Präzisionsgewehr freigeschaltet, sondern nur diese Schnellfeuerwaffen, aber die bringen auf Dauer nichts. Fällt mir ein. Darth Vader's in the house. Wo finde ich nochmal? Junge, jetzt lauf doch. Ich glaube, ich gehe mal hier rum. Ah ne, ich sehe schon, das war eine dumme Idee. Vor allem, da hier Lava ist und wenn man auf Lava dreht, dann kriegt man Schaden. Oh, der ballert auf mich, der Typ. Du denkst etwa, du kannst auf mich ballern? Niemals. Ich baller auf dich. Oh, shit! The motherfucking innocent cocksucking. Fuck that. Ich spring lieber. Oh, zu spät. Von Darth Vader abgeschlachtet. Oh, shit. Wie kacke ist das denn? Da läufst du rum, denkst nichts Böses und dann fickst du Darth Vader, ey. Komm schon, den baller ich ab. Oh, Mist, jetzt habe ich meine Waffe überhitzt. Shit happens. Und jetzt ist Darth Vader down. Okay. Ja gut, hier sollte es irgendwo Updates geben oder sonstige Schitte. Da. Ich hoffe, ich krieg den noch, bevor der Typ mich sieht. Zu spät, der sieht mich. Ich bin gefickt. Und außerdem ist das nur ein Thermaldetonator. Mit dem Ding kann ich mir nichts kaufen. Versuche ich es trotzdem. So, ich bleib mal hier in Cover, in Position. Am besten gehe ich noch ein bisschen geduckt runter. Oh, der Typ ballert auf mich. Das ist aber nicht nett. Ne? Ich finde das nicht nett. Luftunterstützung im Anflug. Werde ich auch brauchen. Bitte lass es. Intelligente Rakete. Eine intelligente Rakete ist immerhin besser als nichts. Habe ich den jetzt gerade getroffen oder nicht? Ah, shit. Hä, wie hat der mich durch den Stein durchgetötet? Was ist denn das? Das gab's auch noch nicht. Okay, ich nehme mal Sturmgewehr. Vielleicht ändert das meine Situation als Letzter hier noch rumzugammeln. Oder als Vorletzter. Ich sehe mich trotzdem irgendwie als Letzter. Lass doch, das ist meiner, Alter, du Arschloch. Fick dich. Da läuft einer mit Schild rum. AT-AT zerstört.
Das nenne ich doch mal hervorragend gelaufen. Hä, was sollte das denn? Von wem wohne ich jetzt? Von einem AT-ST, wo war der denn? Bitte schön. Alter, ich habe das Gefühl, ich spawn und bin instant down. Seht ihr? Das meine ich. Vor allem ich sterbe. Wofür denn? Ich mach doch gar nichts und bin in Deckung. Wie soll ich dann bitte schön sterben? Ich sehe mit euch nicht richtig und jetzt bin ich schon wieder hier gespawnt. Oh, Jungs, ich raste aus. Wenigstens sind beide AT-ATs jetzt down. Oh, das war's. Zu den Ablegstationen. Läuft, ich bin letzter. Oh. Oh, das ist so richtig traurig. Beschissen, ey. Ja, okay, da seht ihr mal meinen Standardwert. Ach, passt schon. Das nächste Mal wird es immer besser. Also Leute, das war die Folge für jetzt. Nächstes Mal ist hoffentlich jemand mit dabei. Und dann sehen wir uns dann. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ah, guck mal hier, Spielbonus 2000 für nichts tun. Finde ich gut. Und 372, so viel habe ich gerade gewonnen, als ich der Beste war. Oder einer der Besseren. So, okay, das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung da. Bis dann. Ciao, ciao.